Er scheint ein ganz normaler Tag im Zoo zu sein. Aber alles würde sich schlagartig ändern. Und was geschah, bewies, dass man Gorillas nie ärgern sollte. Jimmy, you're okay. You're okay. You're okay. Eine Familie besuchte den Henry Dorley Zoo in den Vereinigten Staaten. Dort würden sie einem der beeindruckendsten Primaten zu Gesicht bekommen. Den Gorilla. Er war offenbar nicht in der richtigen Stimmung, um Besucher zu empfangen. Auf den Bildern, die der Vater dieser Familie aufgenommen hat, sieht man einen imposanten Gorilla, der von einer Seite zur anderen geht. Währenddessen beobachten die Menschen im Zoo ihn durch die Scheiben seines Käfigs. Er wirkt sehr unruhig und genervt. Aber die Besucher finden ihn amüsant und necken ihn sogar. Dennoch können Sie sich nicht vorstellen, was passieren wird. Nach einigen Sekunden beschließt das Männchen, sich vom Publikum zu entfernen. Währenddessen nähert sich das Weibchen der Scheibe, wo die Menschen sind, um in Ruhe alles zu beobachten. Aber alles würde schrecklich werden, nachdem eines der Mädchen begann, diese Tiere zu imitieren. Er schlug sich mit beiden Armen auf die Brust. Es scheint, dass diese Aktion Kito verärgert hat. Kito ist ein 200 Kilo schwerer männlicher Silberrückengorilla. Nachdem er diese Imitierung sah, lief er zum Sicherheitsglas, das ihn von den Besuchern trennt. Er prallt gewaltsam gegen die Scheibe, sodass diese zerbricht. Die Besucher gerieten in Panik und beschlossen schnell zu fliehen, bevor das Glas vollständig zerbrach. Dann könnte der große Gorilla die alle Anwesenden dort angreifen. Glücklicherweise wurde das Glas nicht völlig zerschlagen und niemand wurde verletzt. Bei dieser Gelegenheit war jedoch alles anders. Hier war kein Glas dazwischen vorhanden. Eine Frau wurde das Opfer der Wut eines Gorillas. Eine Gruppe von Menschen war auf Safari. Sie waren nur wenige Meter von diesen großen Primaten entfernt. Einige beobachten, wie die Tiere miteinander interagieren, während andere sie filmten und fotografierten. Doch plötzlich würde sich alles ändern. Der männliche Gorilla schlägt sich an die Brust, ändert schnell die Richtung und geht auf die abgelenkte Frau zu, die gerade ihre Kamera benutzt. Dann stoß das Tier die Frau plötzlich heftig und warf sie zu Boden. Danach setzte er seinen Weg fort. Glücklicherweise hat sich die Situation nicht verschlimmert und trotz der Panik, die dies unter den Menschen auslöste, kam die Frau unverletzt aus dem Geschehen heraus. Sie konnte es nicht glauben. Ocurren a veces situaciones donde los visitantes no tienen un comportamiento adecuado con las especies y estos ejemplares se pueden sentir amenazados, ya sea por movimientos que no correspondan o por ruidos que puedan hacer llamados de atención, y sobre todo animales territoriales pueden responder con señales de agresión cuando se sienten amenazados por alguna de las condiciones que son el territorio básicamente de hábitat donde ellos se encuentran. Und Tatsache ist, dass Gorillas die größten Primaten auf dem Planeten Erde sind. Es ist auch die Art, mit der wir die größte Ähnlichkeit haben. Damit ist es unser engster tierischer Verwandter weltweit. Aber offenbar reicht diese Verwandtschaft nicht aus, wenn es darum geht, seine eigene Gruppe zu verteidigen. Deshalb müssen wir beim Umgang mit den Gorillas sehr vorsichtig sein. Sie können plötzlich nämlich sehr aggressiv werden.